Hallo und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Bei mir ist Freitag. Ja, heute ist bei mir Freitag. Tatsache. Meine Hand ist noch eine Woche voraussichtlich. Könnte aber auch schon schneller gehen, wer weiß. Ja, das könnte ein Trick sein. Jetzt hängt sie hier so ab. Gut, ja, egal. Auf jeden Fall habe ich euch heute eine Geschichte zu erzählen. So ein bisschen aus meinem Leben, was gerade bei mir passiert ist. Und ja, ist aber noch nicht beendet. Entschuldigt, aber mein Karnickel hat sich gerade ein Riesenstück aus seinem Pappel rausgerissen. Ja, auf jeden Fall, was so bei mir gerade passiert ist. Gut, ich fange an. So ein bisschen auch meine Erfahrungen mit Amazon teilen und ja. Also, folgendes. Ich bin seit 2008 Kundin bei Amazon und anfangs war es so, dass wir das Konto eingerichtet haben. Also ich habe es eingerichtet und haben eine Bestellung gemacht und das war dann aber ein Fehler. Da haben wir dann irgendwie noch was zugeschickt bekommen, was wir gar nicht bestellt hatten. Und das mussten wir dann zurückschicken und dann war Mom genervt und entschuldigt mich eine Sekunde. Ich glaube, mit meiner Kamera einstellen. Jetzt passt's. Ja, das passt. Jetzt haben wir's. Und dann war meine Mutter halt so genervt und wollte es überhaupt nie wieder machen. Und ja, dann 2008 hatte ich auch noch den Luxus, dass ich sagen konnte, okay, dann gehe ich halt in den Laden. Geht halt. Und dann war es halt egal. Dann bin ich weiterhin zu unserem örtlichen Multimedia-Laden gegangen. Und ja. Und jetzt habe ich es. Ja. Auf jeden Fall war es dann halt so, dass wir dann weiterhin dorthin gegangen sind. Ich war treue Kundin vor Ort. Und ja. Dann kam die Zeit, wo Mama hin und wieder mal ein Buch gebraucht hat und ich eine CD oder eine DVD. Und dann haben wir ab und zu bei Amazon bestellt. Also so gefühlt. Dann war das so das Highlight im Monat. Einmal im Monat durften wir mal vielleicht bei Amazon was bestellen. Und, jetzt muss ich rechnen. 2008 war ich 15, ne? 2009 war ich dann 16, ne? Ja, doch, müsste hinkommen. Ne, warte mal. 2008, da war, das ist jetzt 11 Jahre her. Jetzt rechnen wir anders. Dann war ich da 15, doch 15, ja, 15. Aber ich hasse es, wenn man da sieht, dass da draußen so dunkel ist. Das ist so, jetzt. Da habe ich einen Spleen, entschuldigt. Das hat nichts mit euch zu tun, das hat mit meinem Spleen zu tun. Ja, auf jeden Fall, da war ich 15. Jetzt bin ich mir sicher und ich weiß jetzt, warum die Bestellungen sich dann vermehrt haben, weil bis dato ging es immer auf meine Eltern ihre Kreditkarte und meine Mutter war so furchtbar genervt davon, von der Abrechnung. Und dann 2009 circa, boah, krass, das ist schon echt lang her, kam dann das Angebot ins Haus geflattert, Kreditkarte von, also Prepaid-Kreditkarte. Und ja, dann ging es dann auf meine Karte. Und das hat mich immer voll genervt. Meine Mutter dann irgendwie so, ich habe immer meine DVDs und alles genau abgerechnet. Also habe ich schon immer gemacht, das mache ich immer noch. Also so, wenn die DVD 25,95 gekostet hat, habe ich genau 26 drauf, damit es passt. Und dann kam Mutter dann immer um die Ecke und hat gemeint, ich hätte da noch eine CD für 5, können wir die mitbestellen? Und ich dachte mir dann immer so, nee, können wir nicht, dann habe ich ja die Buchhaltung. ist doch echt so. Ja. Und dann hatten wir die Zeit, dann habe ich aber die Prepaid-Karte. Das Problem war, da hat man ja lädt man drauf und dann muss man 3 Tage warten. Eine Königin Ungeduld. Ich meine, unter dem Wort ungeduldig ist mein Bild zu sehen. Ja, hat es dann nicht abwarten können und dann habe ich angefangen mit Gutscheinen zu bezahlen. Ja. Aber egal. Wieso erzähle ich eigentlich die ganze Amazon-Geschichte, wenn ich eigentlich nur erzählen will, wie unsere Lieferung verpasst ist? Also es ist ja echt nicht zu glauben. Also so Punkt der Geschichte treffen, 6 Minus sind geblieben. Ja,
Auf jeden Fall bin ich da jetzt treue Kundin und schon lange unterwegs. Und vor einigen Jahren habe ich dann auch mal das erste Mal ein benutztes Spiel gekauft. Und das war in einem sehr guten Zustand. Jetzt habe ich dann gesagt, okay, ich habe so ein paar Spiele für den DS, die ich gerne hätte. Und die habe ich dann auch benutzt gekauft. Und glaube, das waren so 5, 6 Spiele. Ja, um den Dreh. Also, aber das Ding ist, die haben echt nur so 1 Euro oder 2 gekostet. Also wirklich Top-Preise. Und das auch noch für neuwertige Ware. Da kann man echt nichts sagen. Ja, und dann war da ein Spiel dabei, die Sims 3 für den DS. Und was? Warum guckst du mich so an? Du guckst gerade so mürrisch. Oh, ich bringe jetzt nicht den Weihrauch und Mürre mit nochmal, der ist so schlecht. Ja, entschuldigt, ich habe einen ganz miesen Witz, der ist wirklich nur schlecht. Ja, auf jeden Fall habe ich dann das Spiel bestellt und habe dann gesagt bekommen, das Spiel kommt am Dienstag in der Woche, in der ich jetzt bin. Voll das Genius-Ding. Das wäre dann der. Oh, puh, 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 puh. Wow. Mama, du, wie viele haben wir heute? Der 13. Heute ist Freitag, der 13. Wenn man jetzt Freitag, dann ist der Donnerstag, der 12., der Mittwoch, der 11., dann ist der Dienstag, der 10. Am 10. soll es geliefert werden. Echt, das ist so schrecklich, welche Mathe. Das hätte ich echt lassen, vor Kamera zu rechnen. Ich mache mich auch nur zum Mops damit, Mami. Ja, auf jeden Fall sollte es geliefert werden. Aber ich habe dann schon davor, weil ich habe halt eine Sendeverfolgungsnummer bekommen, stand da dran, dass das Paket storniert wurde. Und da habe ich mir so gedacht, meine Mutter meinte noch so, das heißt ja noch nichts, das kommt ja wahrscheinlich trotzdem. Dann habe ich so gemeint, okay, dann habe ich gewartet und dann war der Dienstag und dann ist es nicht angekommen. Dann habe ich von Amazon einen Text bekommen, dass es ihnen leid täte und überhaupt und dass sie sich mit dem Versender, dass sie den Versender sich in Kontakt setzen und überhaupt. Parallel habe ich aber schon mal dem Verkäufer eine E-Mail geschrieben, hallo, mein Spiel ist nicht angekommen. Und ja, ist irgendwie Storno in der Ding. Und der hat mir dann zurückgeschrieben, ja, wir haben das Paket am selben Tag abgeschickt und es müsste jetzt inzwischen bei Ihnen sein. Wenn nicht, dann schreiben Sie doch bitte. Also bitte, wer braucht das? Also weil ich so das hätte Fahrradkette. Ich hätte es ja abgeschickt, aber wenn es nicht da wäre, hätten Sie sich ja melden können. Habe ich doch. Also wirklich. Also ich muss sagen, ich war dann schon wieder genervt. Und dann hat meine Mama. Ja, ich bin es immer noch. Ich bin Pisse doch 10, ich gebe es zu. Ich bin angepinkelt von der Ameise und von der Bestechung. Oh ja, warte mal. Ah, guck mal, sieht schon viel besser aus. Ich bin die Woche von der Ameise angepinkelt worden. Erzähle ich euch irgendwann mal anders. Das ist nicht so wichtig. Nee, ist echt nicht. Es ist so als Nebensatz geht. Da muss ich echt kein Video draus machen. So stell dir jetzt vor, 1-Stunden-Video, wie ich von der Ameise. Ja, ich weiß. Alltag für alle. Ja, nee, aber für mich halt nicht. Für die ist es Alltag, aber für mich nicht. Jetzt wird mich rausgebracht. Der Haas schmeißt nur sein Zeug rum. Das ist echt sehr unpraktisch. Ja, auf jeden Fall steht jetzt da in der E-Mail drin, dass ich mich bis Samstag nicht angekommen ist, dass ich mich dann wieder mit Amazon in Kontakt setzen soll. Und ja, das wäre dann morgen. Wie es ausgegangen ist, erzähle ich euch in einem anderen Video, aber auf jeden Fall ist das was mich gerade beschäftigt hat. Und guck nicht da hoch, da kriegt man voll die Angst, dass da gerade das Licht angeht und so voll jemand rein. Ja, aber weißt du, wieso soll der jetzt hochkommen? Weißt du, wenn du da so hinguckst, dann hast du die Mutter, oh, wer Mäuschen denn da? Das ist voll beunruhigend. Entschuldigt, ich habe heute eine nervöse Ader. Vielleicht merkt man es. Ja, gut.
Ja gut, ich erzähle euch jetzt noch den Weihrauch-Witz. Das ist so schlecht, ich mache mich schon vor. Wird man, dass ich dafür bei YouTube gebannt werde für diesen miesen Witz. Ich habe vor ein paar Monaten zu meiner Mutter gesagt, Leo hat, hat weder Gold noch Weihrauch, aber er ist mürrisch. So peinlich, weil der Witz so schlecht. Naja. Egal. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Woche. Nee, eine wunderschöne Woche, ja. Wir sehen uns wieder am Freitag. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr schon mal sowas bei Amazon hattet oder ihr könnt mir auch gerne Tipps schreiben. Wahrscheinlich, bis das Video da ist, ist das alte Bolli vom Berg. Ich meine das eigentlich. Das ist das Vorproduziert-Ding, aber egal. Naja, auf jeden Fall schreibt mir trotzdem gerne für die Zukunft. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an diebell.retro@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Bis bald. Tschüss.